die kleine Hexe kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch immer helfen, denn sie ist euer bester Freund. Kommt zu uns, sei unser Freund. Wir sind gespannt, was du heute wieder machst. Such dir eine der vier Pflanzen aus. Diese Pflanze merkt sich deinem Spielstand. Wenn du schon einmal gespielt hast, kannst du in deinem Spiel weitermachen, indem du wieder eine Pflanze anklickst. Hey, was da los? Hier ist wieder euer Xi bei einem neuen Epic Let's Play. Woohoo! Es geht diesmal um Bibi Blocksberg, der Schatz im Dschungel. Da werden wir bestimmt auf Affen, Eingeborene und Hexen treffen. Ah ja, und vielleicht treffen wir auch Indiana Jones. Das wäre cool. Naja, welche Pflanze suche ich mir raus? Bin ich eher so ein zaghaftes Gänseblümchen, eine Rose, Seerose oder bin ich eher so ein Kaktus? Ich glaube, ich bin eher so ein Kaktus. Ich bin kratzig, bürstig und trotzdem wunderhübsch und brauche auch nicht viel Wasser. Ich klicke mal drauf. Ah, schön. Schön. Und los viel geht's. Viel Spaß in einem neuen Abenteuer mit Bibi. Dankeschön. Flaui Paui, ist das langweilig hier. Von einer Tropenausstellung in unserem Museum hätte ich wirklich mehr erwartet als bloß so ein paar Blumen. Die Orchidee hier ist doch ganz hübsch. Aber dafür muss ich nicht so viel Eintritt bezahlen. Komm, lass uns lieber einen Rundflug auf unseren Besen machen. Ich habe Gänseblümchen doch gar nicht dabei. Ich bin nicht so wie du und nehme meinen Besen überall mit. Ich kann mich von Kartoffelbrei eben nie trennen. Ich hab's, Flaui Paui. Ich hexe uns einen richtigen Tropenwald. Einen, der nicht so langweilig ist wie der hier. Na, ob das so eine gute Idee ist? Pass mal auf. Ene Mene, heiß und kalt. Wir sind jetzt im Tropenwald. Oh oh. Das war nicht der richtige Spruch. Stimmt. Das sieht ganz nach einem echten Tropenwald aus. Südamerika oder so. Prima. Ich möchte wieder nach Hause, Bibi. Komm, sei kein Angsthase, Flaui Paui. Ist doch ganz spannend hier. Und den Nachhause-Hex-Spruch weiß ich ganz bestimmt. Sieh mal, Bibi. Oh. Ob der Angst vor uns hatte? Ich glaube schon. Komm, wir schauen uns hier um. Ich möchte wissen, was das für ein Junge war. Also, ich weiß nicht. Komm schon, Flaui Paui. Vielleicht kann er uns was Spannendes erzählen. Okay, das hat mich jetzt etwas überfordert, dieser kleine Anfang. Aber ja gut, also die Orchidee hat ziemlich fleischfressend ausgesehen. So eine Ausstellung ist doch voll interessant, vor allem für Flaui Paui, weil sie ja auf Flower Power steht. Ha! Ha. Und warum ist Flaui Paui so müde? Hast du nicht so gut geschlafen? Ich hab nicht so gut geschlafen, aber du? Ach naja, da liegt eine Banane, guck mal. Können wir die Banane gebrauchen? Vielleicht, wenn wir mal Hunger haben. Na, dann nehme ich sie mit. Am nam 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 nam, Banane. Und es stimmt einfach, sie hat immer ihren verkackten, eigentlich sehr guten Kartoffelbrei-Besen dabei. Ach, der gehört einfach zu ihr. Das ist wie Zwillinge. Ja, ja. So, was kann ich denn hier noch anklicken? Gibt's hier noch irgendwas? Na ja, gut, ich kann auf den Besen klicken. Und sonst auf nichts, oder? Auf die Liane wahrscheinlich noch. Jetzt klicke ich erstmal auf den Besen.
Meinst du nicht, wir könnten mal einen kleinen Rundflug machen? Ich fürchte, die Bäume stehen viel zu dicht. Wie schnell fliegen die? Beziehungsweise können die nicht geradeaus hochfliegen? Ich dachte, so Besen kann schweben und nicht nur fliegen. Also, naja, gut, dann krabbeln wir jetzt mal da hoch, um dem maximal pigmentierten kleinen Jungen hinterher zu krabbeln. Juhu! Soll ich mal nachsehen, ob der Junge da oben noch irgendwo ist? Ja, sollst du, aber was habe ich denn alles dabei? Hier findest du die Dinge, die Bibi dabei hat. Ja, dankeschön. Die hat Radiergummis oder was sind das? Und ja, okay. Was kann ich denn hier in diesem Hexenbuch finden? Okay, wir können fliegen, wir können irgend so ein Schnauzbart da herzaubern, dem kleinen Jungen helfen, ein Telefon und Regen herbeizaubern, glaube ich mal. Irgendwas Gruseliges, ein Affe und ein Besen. Aha, okay, dann krabbel ich mal hoch. Hallo! Ist da oben jemand? Hey, was soll denn das? Na, das war ja ein voller Erfolg. Also ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt unsere Sprache versteht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Die sind jetzt aus Neustadt, wahrscheinlich Deutschland, in den tropischen Regenwald und sprechen weiterhin Deutsch. Naja, gut. Wenn die anderen auch Deutsch können. Soll ich mal versuchen, mit dem Jungen zu reden? Viel Erfolg. Hallo! Du! Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Tut uns leid, dass wir dich erschreckt haben. Wir wollen nur mit dir reden. Hallo? Okay, ihr könnt raufkommen, wenn ihr wollt. Siehst du, so macht man das. Ja, ja. Beste Freunde für ewig. Ha, schön. Hoch. Komm. Und natürlich muss der Besen. Wir klettern jetzt mal da hoch. Mhm. Gute Idee. Hallo, ich bin Bibi. Und ich bin Flowey Powy. Hallo, ihr beiden. Mein Name ist Manuel. Du hast aber ein tolles Baumhaus. Ja, nicht? Das habe ich ganz allein gebaut. Was ist denn das da? Das ist Kartoffelbrei, mein Besen. Flowey Powy und ich sind nämlich Hexen und können damit fliegen. Wirklich? Wir sind aber ganz nette Hexen. Ach so. Oh Gott, was macht meine Maus da? Ah! Also, dass man einen Hexer oder Hexen kann, erzählt man natürlich jedem. Und Manuel ist voll der krasse Name für Leute aus dem Dschungel. Also, ich weiß nicht, wie die da heißen, aber ich glaube, in Dschungel in Brasilien oder so heißen die nicht Manuel, oder? Also, ihr könnt mich mal aufklären in den Kommentaren, aber ich glaube nicht, dass die so heißen. Was ist denn das? Das ist ein Fetzen vom großen Sonnentuch. Unser Dorfältester braucht es für ein Ritual, mit dem er unsere Maisernte retten kann. Und wo ist das Tuch jetzt? Irgendwo im Tempel, da drüben am Berg. Außer dem großen Felsentor soll es da noch einen weiteren Eingang zum Altarraum geben. Und da muss das Tuch irgendwo sein. Ja, wieso? Wie kommt das dahin? Das mit dem Sonnentuch hört sich ja wirklich spannend an. Finde ich auch. Ja, dann nimm's doch mit. Das mit dem Sonnentuch hört sich ja wirklich spannend an. Ach so, okay. Jetzt labert sie nochmal das Gleiche. Bauen Mais an, okay. Das würde die Region eingrenzen, wo sie sein können, aber ich kenne mich nicht aus, wo Mais alles angebaut wird. Der Maiskolben sieht aber lecker aus. Der ist auch lecker, aber leider ist es wohl bald vorbei damit. Warum denn das? Unser Mais will in diesem Jahr einfach nicht wachsen. Wenn wir nicht bald unser Ernteritual machen können. Und ich trau mich hier nicht weg,
Es gibt da nämlich so einen unheimlichen Geist mit einer Maske. Das war schon unheimlich, aber ein Geist ist das ganz bestimmt nicht. Wer hat da jetzt geschrien wie ein Mädchen? Er, sie oder sie? Irgendwann möchte ich mal über den Dschungel fliegen. Ja, dann mach's doch jetzt. Flieg einfach los. Irgendwie muss man Manuel doch helfen können. Ab nach unten. Meinst du nicht, dass wir Manuel irgendwie helfen können? Ja doch, indem wir den Geist finden. Ich finde, wir sollten Manuel unsere Hilfe anbieten. Ach so, ja, okay, bitteschön. Ich finde, wir sollten Manuel helfen. Finde ich auch. Wirklich? Das würdet ihr für mich tun? Toll. Wie kommen wir denn zum Tempel? Der Pfad unten ist vollkommen zugewachsen. Für euch ist es wohl das Beste, ihr fliegt zum Felsentor. Der Eingang zum Altarraum muss aber irgendwo anders sein. Und wie erkennen wir das Sonnentuch? Eine Frau mit einem Mond ist darauf und ein Mann mit einer Sonne. Am besten, ihr nehmt den Stofffetzen mit. Gute Idee. Ja, gut, danke schön. Und jetzt sollen wir doch fliegen, oder was? Meinst du, wir haben da unten etwas vergessen? Glaube ich eigentlich nicht. Nein, glaube ich auch nicht, aber ich dachte, ich verfolge jetzt den Geist. Aber na gut, dann fliege ich eben rüber. Los Sollen geht's. Sollen wir zum Felsentor fliegen? Ja, bitte sehr. Dankeschön. Sollen wir zum Felsentor fliegen? Ja, danke sehr. Bitteschön. Wir müssen das Sonnentuch unbedingt finden. Ja, dann komm. Wir müssen das Sonnentuch unbedingt finden. Flieg doch einfach rüber. Sollen wir zum Felsentor fliegen? Ja. Ich würde ja gerne mitkommen, aber ich habe einfach Angst vor dem Geist. Okay, jetzt würde ich nur gerne wissen, wie ich da rüberfliegen kann. Komm schon. Wir müssen das Sonnentuch unbedingt finden. Soll ich jetzt nochmal den Mais anklicken? Komm, Flaui Paui, wir beeilen uns lieber. Ja, je eher wir das Sonnentuch finden, umso schneller können wir Manuel helfen. Okay, ja, bitte sehr, danke. Flieg doch endlich. Sollen wir zum Felsentor fliegen? Kann das... Hab ich irgendwie was übersehen, was vergessen, was falsch gemacht? Ob und was ich vielleicht falsch gemacht habe, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Das war's an sich von dieser Folge. Haut rein, habt noch einen schönen Abend. Aber jetzt bleibt noch kurz dran für die Szenenanalyse mit mir, dem Xi. In dieser Szene habe ich mich gefragt, wer hat von den dreien eigentlich so laut geschrien? Oder war das einfach nur ein Special-Effekt? War das der kleine Junge, Bibi oder Flowey Power? Bibi dreht das Gesicht von uns weg, aber wir werden nachher sehen, dass sie es wahrscheinlich nicht war. Der Junge hat den Mund zu und Flowey Power, wenn man mal genau hinschaut, macht den Mund auf. Somit komme ich zu dem Schluss, dass Flowey Power geschrien hat. Nun kommen wir zu dem kleinen Beweis, dass Bibi scheinbar nicht geschrien hat, weil, wie man hier sieht, grinst Bibi immer. Sie ist immer fröhlich, sie findet alles toll, sie geht positiv durchs Leben. Und in dieser Szene wird uns bewusst, dass dieser kleine, süße, arme Junge leider nicht geeignet ist, um im Dschungel zu überleben. Denn im Dschungel ist man, naja, ich würde mal sagen, 90% der Zeit einer Gefahr ausgesetzt. Von Insekten oder tödlichen Spinnen oder vielleicht einem Tiger. Wer weiß, ich war noch nie im Dschungel. Aber trotzdem hat dieser kleine Junge eine Reaktionszeit von mehr als 4 Sekunden. Schaut es euch an.